Willkommen. Thema dieses Videos ist das berühmte Rationalprinzip, das, was man immer so in den ersten Stunden von Volkswirtschaftslehre beleuchtet. Das Rationalprinzip ist der Oberbegriff für das Maximal- und das Minimalprinzip, ja, Oberbegriff Rationalprinzip. Aber ehe wir uns das anschauen, fragen wir uns erstmal, wer ist hier überhaupt der Handelnde? Wer handelt nach dem Rationalprinzip? Das ist nämlich ganz bestimmter Menschentyp, den man nennt den Homo oeconomicus. Ja, eine spezielle Erfindung, worauf die Wirtschaftslehre im Wesentlichen aufbaut. Homo oeconomicus, ein Menschentyp, den es wahrscheinlich gar nicht gibt oder vielleicht nur ansatzweise gibt, aber mit Sicherheit nicht reinrassig. Was ist der Homo oeconomicus? Das ist der Rationaldenker. Und ich glaube, wenn es diesen Menschen wirklich gäbe, hätten wir eine völlig andere Welt. Wir hätten eine völlig andere Ansprache der potenziellen Kunden über Werbung, ja, wo nämlich mit Emotionen sehr stark gearbeitet wird, mit Musik gearbeitet wird, mit bestimmten Triggerworten gearbeitet wird. Das wäre ja nicht die richtige Ansprache für den Rationaldenker, der nur knallhart nach dem Maximal- oder Minimalprinzip handelt. Also diesen Rationaldenker, den gibt es so rein rassig gar nicht. Gleichwohl baut man eine Wissenschaft darauf auf. Ja, das ist eben so, da müssen wir jetzt mit leben. Schauen wir uns die Prinzipien an. Da ist einmal das Minimalprinzip und dann ist da das Maximalprinzip. Und damit wir das wirklich klar bekommen, denn hier wird immer ein klassischer Fehler gemacht. Ja, wenn die Leute gefragt werden, jetzt sage ich was Falsches, Achtung. Sage was Falsches. Wenn die Leute gefragt werden nach diesen Prinzipien, dann sagen viele ja, aus minimalen Mitteln das Maximale rausholen. Und das ist es genau nicht. Ja, sondern man unterscheidet tatsächlich zwischen dem Minimalprinzip und dem Maximalprinzip. Und in beiden Fällen braucht man einen festen Punkt. Etwas, worauf man stehen kann. Zum Beispiel beim Maximalprinzip sind es die gegebenen Mittel. Maximalprinzip heißt, aus gegebenen Mitteln, Punkt, 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 aus gegebenen Mitteln, und jetzt kommt das Maximale, Punkt, 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 das Maximale herausholen. Da ist das Maximalprinzip. Aber bitte, aus gegebenen Mitteln, die Mittel sind fest. Ja, deswegen nennt man das Maximalprinzip, und das sollte man sich vielleicht merken, gleich Haushaltsprinzip. Gleich Haushaltsprinzip. Das Maximalprinzip ist das Haushaltsprinzip. Warum? Weil in der Regel ein Haushalt gegebene Mittel hat. Was sind die gegebenen Mittel? Das ist das Einkommen, das der Haushalt hat. Entweder nur ein Erwerbstätiger oder zwei, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein festes Gehalt, das sich nur vielleicht durch Weihnachtsgeld oder sonst irgendwas mal ändert. Aber ansonsten ist es jeden Monat das Gleiche. Da gibt es keine Überraschung, das sind die gegebenen Mittel. Daraus versucht man das Maximale herauszuholen und das nennt man auch das Haushaltsprinzip. Also warum Haushaltsprinzip? Weil der normale Haushalt, also das, was wir im Moment normal nennen, der Festangestellte, unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse, was der normale Haushalt oder weil der normale Haushalt, so muss ich sagen, in der Regel ein festes Einkommen hat. Ja, das ist also, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Natürlich gibt es hier Ausnahmen und es gibt Verkäufer, die umsatzabhängig bezahlt werden und es gibt auch bei den anderen unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen,
erfolgsabhängige Bestandteile, ja, alles klar. Aber lassen uns das jetzt nicht zu kompliziert machen, sondern lassen uns sagen, ein Haushalt hat ein festes Einkommen, das ist in der Regel das Gehalt von ihm oder das Gehalt von ihr oder das Gehalt von beiden, wie auch immer. Und daraus versucht der Haushalt, den maximalen Nutzen herauszuholen. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass es gegebene, also feste Mittel sind. Das ist der feste Punkt beim Maximalprinzip. Das sind die gegebenen Mittel, aus denen man das Maximale rausholt. Und beim Minimalprinzip ist es umgekehrt. Das Minimalprinzip geht sozusagen vom Ziel aus, vom Nutzen aus und sagt, ein festes Ziel mit minimalen Mitteln erreichen und mit minimalen Mitteleinsatz erreichen. Das ist das Minimalprinzip. Noch einmal, weil es sehr oft falsch gemacht wird, aus gegebenen Mitteln ist hier beim Maximalprinzip gleich, schreibe es in Gänsefüßchen, also gleich fester Punkt und hier ist das feste Ziel gleich fester Punkt. Konzentrieren Sie sich lieber auf den festen Punkt als auf das Maximal und das Minimal. Ja, das ist in vielen Köpfen falsch gespeichert und dann kommen dann so Antworten raus wie aus mit minimalen Mitteln das Maximal erreichen. Nee, das ist leider falsch. Ja, da kommen Sie nicht mit durch. Das ist leider falsch und damit haben Sie eine grundsätzliche Sache falsch gemacht und das kommt nicht gut in den Prüfungen. Ja? Also, ich halte es nochmal fest. Achtung, Achtung, Achtung. Ich schreibe es auch. Achtung. Ausgangspunkt ist immer ein fester Punkt, so nenne ich das. Ja, ein fester Punkt, Ausrufezeichen, ein fester Punkt. Und dieser feste Punkt ist entweder, entweder ist der feste Punkt gleich feste Mitte. Und dann sind wir beim Maximalprinzip. Denn aus den festen Mitteln wollen wir den maximalen Nutzen herausholen. Oder Doppelpunkt gleich festes Ziel. Und dann sind wir beim Minimalprinzip. Ja, wir wollen das feste Ziel mit minimalem Mittel erreichen. Ja, festes Ziel bezieht sich also auf das Minimalprinzip. So, und das war's schon. Inklusive der Falle, die ich herausgearbeitet habe, damit Sie mir hier bitte nicht reinfallen, ist das alles, was man zum Rationalprinzip, also zum Maximal- und Minimalprinzip, hier prüfungstechnisch sagen kann. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.